Viele Christen beziehen Matthäus 24, Vers 40 auf die Entrückung der wiedergeborenen Christen, wo es heißt, es sind zwei auf dem Feld, der eine wird weggenommen, der andere wird gelassen. Sie beziehen das fälschlicherweise auf die Entrückung, was definitiv nicht stimmt. Denn erstens, das gesamte Kapitel 24 bezieht sich auf die Drangsalszeit, also die Zeit nach der Entrückung der wiedergeborenen Christen, der siebenjährigen Gerichtszeit. Und am Ende dieser siebenjährigen Drangsalszeit kommt Christus selbst persönlich und leibhaftig auf die Erde nach Jerusalem mit den Gläubigen, mit seiner Braut, mit der Ekklesia. Dieses Ereignis wird auch die Ankunft des Herrn genannt. Und in den 7 Jahren der Drangsalszeit kommen Menschen zum Glauben an Jesus Christus. Zum einen Juden nehmen ihn an als ihren Messias, aber auch Nichtjuden nehmen Jesus Christus an als ihren Retter. Am Ende dieser 7 Jahre wird Christus kommen. Diese Ankunft wird völlig überraschend sein und die Menschen werden nicht damit rechnen. Und diese Ankunft bedeutet auch eine Zweiteilung der Menschheit. Die Teilung in die eine Gruppe, die nicht geglaubt hat. Diese werden weggenommen für das Gericht. Und die andere Gruppe, die geglaubt hat, diese werden bleiben. Denn diese wird Jesus Christus dann in sein 1000-jähriges Reich überführen, das er dann im Anschluss seiner Ankunft aufrichten wird. Das ist damit gemeint und nicht die Entrückung der wiedergeborenen Christen.